Ihr wollt euer eigenes Depot nachbilden oder mal ohne Risiko traden üben? Herzlich willkommen zum Consorsbank Wissensvideo. Mein Name ist Thomas Plättner und ich arbeite bei der Consorsbank an der Entwicklung unserer Trading Tools. Heute möchte ich euch unser neues Musterdepot als Erweiterung zur Watchlist vorstellen. In der Watchlist hatten wir euch bereits mehrere Videos zur Verfügung gestellt und an dieser Stelle möchte ich gern auf diese Videos noch einmal hinweisen, denn Musterdepot und Watchlist sind sehr ähnlich und verwandt und dementsprechend sind viele Menüs und Bedienmöglichkeiten gleich aufgebaut. Eine Watchlist ist im eigentlichen Sinne eine Liste, auf die ihr alle für euch relevanten Werte parken könnt und von hier aus natürlich überwacht und beobachtet. Natürlich könnt ihr in der Watchlist auch Bestände pflegen. Diese Bestandspflege ist etwas aufwendiger, denn ihr müsst hier schon euren Taschenrechner bemühen und bei jeder Bestandsveränderung, bei jeder Transaktion Einstandsdaten, investiertes Kapital, alles neu berechnen und auch die Daten sorgfältig pflegen. Ganz anders verhält es sich im Musterdepot, denn hier wird jede Transaktion gebucht und durch diese Buchungen werden alle Daten, Einstandsdaten, Kaufkurse neu berechnet. Das heißt, die Pflege der Daten ist hier wesentlich vereinfacht und das ist der große Vorteil zum Musterdepot und genau das werde ich euch jetzt zeigen. Wir wechseln jetzt über den Link in das Musterdepot und der erste Schritt ist, das neue Musterdepot einzurichten. Wir vergeben einen Namen. Auf Wunsch könnt ihr ein reales Depot importieren. Wenn ihr das nicht wollt, vergebt noch ein Startkapital. Und jetzt seht ihr in euer erstes, neues und noch leeres Musterdepot. Der große Unterschied zur Watchlist, den seht ihr hier in der Bildmitte, sind die Tabs. Der erste Tab ist der Bestandstab. Der zweite Tab beinhaltet alle Transaktionen, die ihr über euer Musterdepot abgewickelt habt. Der dritte Tab, da seht ihr die Kontoumsätze, die entsprechend eure Transaktionen auf dem Musterdepot stattgefunden haben und gebucht worden sind. Und die beiden anderen Tabs, Bilanz und Auswertungen, die werden wir euch demnächst nachreichen. Das heißt, diese stehen aktuell noch nicht zur Verfügung. Um einen Wert in euer Musterdepot aufzunehmen, sucht ihn hier in der internen Suche des Musterdepots. Klickt auf den vorgeschlagenen Treffer. Und es öffnet sich die Kauf-Order-Maske. Hier erfasst ihr alle relevanten Daten für eure Wertpapierposition. Das heißt die Stückzahl. Ihr könnt den Kaufkurs ändern. Das ist der aktuelle Kurs. Ihr könnt Gebühren hinzufügen. Und bestätigt den Kauf über den blauen Button. In dem Augenblick schließt sich die Order-Maske und ihr seht die Position in eurem Depot eingebucht. Wechseln wir an dieser Stelle noch einmal zurück in die Watchlist, das mache ich über den Link hier. Und wir entscheiden uns nach Analyse der Werte in unserer Watchlist noch einen zweiten Wert ins Musterdepot kaufen zu wollen. Zum Beispiel die Aktie der Mercedes-Benz Group. Ich klicke einfach auf den Namen und lande danach im Snapshot zur Mercedes-Aktie. Im Snapshot seht ihr im Kopfteil neu den Link Musterdepot Kauf. Klickt einmal drauf und es eröffnet sich das Auswahlmenü eurer Musterdepots. Wir haben aktuell nur eins, deswegen klicke ich hier gleich auf den Namen und es erwartet uns die Kaufordermaske, so wie wir es bei der ersten Order schon gesehen haben. Füllt auch hier die entsprechenden Daten aus, übernehmt den Kurs, das Datum ist okay, das ist der heutige Tag, gerne noch die Gebühren dazu und bestätigt den Kauf wieder über den blauen Button. Jetzt wechselt ihr einfach über die grüne Bestätigungszeile hier unten zurück in euer Musterdepot. Nun hat das Musterdepot zwei Werte. Die Tesla, habt ihr gesehen, haben wir über die interne Suche gekauft. Die Mercedes-Benz, die haben wir über den Snapshot gekauft. Beide Werte haben sich dem Musterdepot hinzugefügt. Und was ich euch gerne noch zeigen möchte, ist einmal die Kontrolle in der Transaktionshistorie. Ihr seht beide Orders mit allen relevanten Daten, die Stückzahl, den Ausführungspreis, den Kauftag, also das Datum, der ausmachende Betrag. Und schaut ihr in die Kontoumsätze, habt ihr hier drei Buchungen. Warum drei? Natürlich bei Neuanlage des Musterdepots wurde euer Startkapital gebucht, 100.000 Euro. Und von diesen 100.000 Euro wurden abgezogen die beiden Käufe. Und dementsprechend ergibt sich ein neuer Kontostand, 83.000 Euro rund. Und genau diese Zahl, 83.000 Euro, seht ihr auch im Kopfteil der Watchlist
bei der verfügbaren Liquidität. Ich denke, jetzt habt ihr den Unterschied zu einer Watchlist deutlich erkannt. In einer Watchlist übernehmt ihr x-beliebige Werte, egal ob ihr dafür Bestände pflegt oder nicht. Und natürlich kann ich in einem Musterdepot nur Werte betrachten und verfolgen, die ich in das Musterdepot hineingekauft habe. Und natürlich andersherum, aus einem Musterdepot kann ich nicht einfach belanglos Werte löschen, sondern ich muss sie vorher verkaufen. Das tut ihr ganz einfach über die Verkaufsordermaske, die ihr über die drei Punkte erreicht. Ich hoffe, dass ich damit euer Interesse für das neue Musterdepot geweckt habe. Im nächsten Video zum Musterdepot zeige ich euch die Bestandsdetails. Diese sind vor allem dann von großer Bedeutung, wenn ihr mehrere Transaktionen in einem Wert getätigt habt und hier die Infos nachrechnen oder verfolgen möchtet. Ich freue mich und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Consorsbank.